Hier ist die Folge 323 deines Aquacura Meerwasser und Podcasts, der Pflegemittelmarke für Meerwasseraquarien. Mein Name ist Markus Mahl und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Vorab noch der Hinweis, dass dieser Podcast Werbung aufgrund von Namensnennungen enthält. In diesem Podcast gebe ich alles, was ich so in meinem Alltag als Aquarienbauer und bei der Pflege von Meerwasseraquarien erlebe und täglich noch dazulerne, direkt an dich weiter. Weiterführende Informationen kannst du in meinem Buch bzw. Hörbuch finden. Und wenn dich meine Meerwasserpflegemittel, wie zum Beispiel Spurenelemente, Bakterienlösungen, Mittel gegen Cyanus und so weiter interessieren, findest du den jeweiligen Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht es los. Diese Woche möchte ich gerne nochmal auf eines unserer erfolgreichsten Produkte näher eingehen. Aus diesem Grund habe ich immer wiederkehrende Fragen zusammengestellt, die ich hier heute beantworten möchte. Es geht um das Aquacura Cyanus Set. Mit diesem Set ist es zahlreichen Kunden bereits gelungen, teilweise langjährige Probleme mit Cyanus in kurzer Zeit in den Griff zu bekommen. Aber egal, wie gut auch das Aquacura Cyanus Set funktioniert, musst du vor dem Einsatz einige wichtige Punkte beachten. Denn es kann nur dann wirken, wenn diese einfachen Regeln beachtet und umgesetzt werden. Der erste wichtige Schritt hierzu ist die Kontrolle der Wasserwerte. Einer der wichtigsten Punkte hierbei ist, dass das Verhältnis von Phosphat zu Nitrat bei 1 zu 100 liegt. Hierzu gibt es eine eigene Podcast-Folge, die du unbedingt anhören solltest. Dort erfährst du, wie es dir gelingt, das richtige Verhältnis einzustellen. Den Link zur Folge findest du in der Podcast-Beschreibung. Der zweite Punkt bei den Wasserwerten ist die Frage, ob sich Auffälligkeiten bei den Metallen ergeben, denn das kann ein Hinweis auf gefährliche Korrosion im Aquarienwasser sein. Wenn das so ist, solltest du unbedingt prüfen, ob irgendwelche Metallteile, wie zum Beispiel Achsen und Flügelräder von Pumpen, Magnethalterungen von Pumpen, Algenmagnete, Schlauch- oder auch Rohrschellen rosten und dadurch für wichtige Bakterienkulturen hochtoxische Stoffe in das Aquarienwasser abgeben. Das Problem bei diesem Thema ist, dass wenn diese toxischen Stoffe ins Wasser gelangen, nicht nur die Korallen, Garnelen und Seesterne massive Probleme bekommen, sondern auch wichtige Bakterienkulturen, die am Schluss der Meerwasseraquarium am Laufen halten. Denn sterben dann diese Bakterien und Mikroorganismen ab, haben Cyanus keinen aktiven Gegenspieler mehr und können sich so ungehindert und vor allem rasend schnell ausbreiten. Der nächste wichtige Punkt, den es zu berücksichtigen gibt, ist eine ausgewogene Strömung. Das bedeutet, dass jeder Punkt in einem Meerwasserbecken so ausgestürmt wird, dass sich keine toten Zonen bilden und eine Ansammlung von Mulm vermieden wird. Denn genau auf diesen Mulmansammlungen bilden sich häufig die ersten Cyanus, die sich dann immer mehr und mehr ausbreiten, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird. Wenn du alle diese eben genannten Punkte geprüft und gegebenenfalls auch korrigiert hast, hast du eine sehr große Chance, dass du mit dem Aquacura Cyanus Set erfolgreich dein Becken cyanofrei bekommst. Wenn keine offensichtliche Ursache bei Auftreten Cyanus gefunden werden kann, handelt es sich ausschließlich um einen simplen Mangel an wichtigen Bakterienkulturen, die, wie bereits erwähnt, als Gegenspieler für die Cyanus dienen. Deshalb sollst du wie folgt vorgehen. Du machst, bevor du das Cyanus-Set erstmalig einsetzt, einmal pro Woche einen Teilwasserwechsel und saugst wirklich so gut wie möglich alle Cyanus ab. Hierfür solltest du Osmosewasser verwenden, das nach der Osmose durch einen zusätzlichen Entmineralisierungsfilter läuft. Hierbei ist es wichtig, dass das Harz in regelmäßigen Abständen getauscht wird, sodass keinerlei Kieselsäure in das Aquarienwasser von außen eingetragen werden kann. Der nächste Schritt ist, dass du Grundeln zur Bodenpflege einsetzt, falls noch keine vorhanden sind. Denn auch das zeigt sich immer wieder, dass die Bodenpflege ein entscheidender Teil in der Bekämpfung von Cyanus ist. Und jetzt kommt das Aquacura Cyanus Set ins Spiel. Um das bakterielle Gleichgewicht im Aquarium wiederherzustellen, gibst du nun regelmäßig einmal pro Woche das Aquacura Cyanus Set nach dem Wasserwechsel zu. Die Zusammenstellung des Sets basiert auf meiner Erfahrung, die sich im Laufe der Jahre mit zahlreichen Cyanoproblemen in verschiedensten Varianten gebildet hat. Es stellte sich immer wieder heraus, dass bei Zugaben von starken und aggressiven Mitteln, nennen wir sie mal Cyano-X, sich nie ein dauerhafter und langfristiger Erfolg einstellte. Teilweise reagierten die Becken auf die Zugabe überhaupt nicht oder nach Abschluss der Behandlung kamen die Cyanos nach kurzer Zeit wieder zurück. Noch viel schlimmer war bei der Zugabe der oben genannten starken Mittel, dass die Korallen, vor allem Garnelen und Seesterne, und Segel meistens stark oder auch tödliche Schäden hatten, da sie die Zugabe dieser Mittel einfach nicht vertragen haben. Doch das tatsächliche Problem dieser Mittel zeigte sich erst nach längerer Zeit, da die Cyanus anstelle weniger noch viel stärker zurückkamen. Der Grund hierfür ist bei genauer Betrachtungsweise aber völlig logisch. Nicht nur die Korallen, Garnelen wurden stark beschädigt. Der Vorteil, so könnte man sagen, ist, dass man es hier wenigstens noch gesehen hat. Viel schlimmer dabei ist, dass die letzten vorhandenen wichtigen Bakterienkulturen und Mikroorganismen durch die Zugabe dieser gefährlichen Mittel auch noch absterben und sich danach die Biologie des Aquariums im freien Fall befindet, was sich dann ganz deutlich daran zeigt, dass die Cyanus immer mehr und mehr werden. Deshalb bin ich hier einen völlig anderen Weg gegangen.
Ich habe mir überlegt, wie ich dauerhaft ein Fundament aus wichtigen Bakterienkulturen und Mikroorganismen schaffen kann, so dass sich das Aquarium selbst aus eigener Kraft regenerieren kann und keine dauerhaften Schäden entstehen. So habe ich anfangs nur Versuche mit Mikroorganismen unternommen. Das half in einigen Fällen sehr gut, führte trotzdem aber nicht zum gewünschten Erfolg. Nach längeren Überlegungen und verschiedenen Versuchen war mir klar, dass eine breite Basis an verschiedenen Bakterienkulturen und Mikroorganismen nötig ist, um dauerhaft Cyanus zu besiegen und vor allem das gesamte Aquariensystem stabil zu halten, ohne schädliche Chemie oder sogar Antibiotika zuzugeben. Aus diesem Grund habe ich dann verschiedene Bakterien in verschiedenster Form miteinander kombiniert und getestet. Und herausgekommen ist das Aquacura Cyanoset. Das Cyanoset besteht aus drei verschiedenen Bakterienpräparaten. Jedes dieser Präparate ist für sich alleine schon höchst wirksam. Durch die Kombination dieser drei Produkte wird das bakterielle Gleichgewicht im Meerwasseraquarium auf natürliche Weise wiederhergestellt und Cyanus erfolgreich verdrängt. Schauen wir uns nun die drei Präparate im Einzelnen kurz an und vor allem wie und warum sie so gut wirken. Der erste Gegenspieler der Cyanus ist Aquacura Bactostabil. Bactostabil ist eine hochwirksame Bakteriennahrung aus natürlichen organischen Substanzen und Biopolymeren. Durch die Zugabe von Bactostabil werden vorhandene Bakterienkulturen im Meerwasseraquarium wieder aktiviert und überschüssige Nährstoffe oder Schadstoffe gebunden. Das verbesserte Bakterienmilieu sorgt für eine effektive Reinigung des Aquarienwassers. Wie immer vorab ein kleiner rechtlicher Hinweis. Diese Folge enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. Diese Folge wird ja von Aquacura, der Profi-Pflegemittelmarke für Meerwasser-Aquarienpflegemittel, präsentiert. Aquacura Pflegemittel hältst du ausschließlich in meinem Online-Shop. Schau einfach mal vorbei unter www.aquacura.de. Dort findest du alle wichtigen Pflegemittel für die erfolgreiche Pflege deines Meerwasser-Aquariums. Mach es genauso wie inzwischen sehr viele der Podcast-Hörer und benutze auch du die gleichen Pflegeprodukte wie wir bei unseren Aquarienwartungen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Der zweite Gegenspieler der Cyanus sind die Aquacura-Mikroorganismen. Bei deinem Aquarium handelt es sich um einen geschlossenen Lebensraum und durch seine begrenzte Größe sammeln sich schnell organische Abfallstoffe an. Durch die organischen Abfallstoffe wird dein Wasser trüb und giftige Abfallstoffe wie Ammoniak und Nitrit sammeln sich in gefährlichen Konzentrationen an. Diese giftigen Abfallstoffe bilden einen Nährboden für Krankheitserreger, die deine Fische und Korallen schädigen können. Um dein Aquarium von diesen giftigen Abfallstoffen und den Krankheitserregern zu befreien, kannst du sie aufwendig selbst entsorgen oder du sparst dir einfach wertvolle Zeit und nutzt unsere natürlichen Mikroorganismen, weil sie ein Aquarium schnell und sicher von alleine reinigen. Eine einzige wöchentliche Anwendung mit nur 20 ml pro 100 Liter Aquarienwasser reichen aus, um dein Aquarium sofort mit nützlichen Mikroorganismen zu besetzen und die organischen Abfallstoffe aus deinem Wasser zu filtern. Krankheitserreger finden keine Nahrung mehr, um sich zu vermehren. So sind deine Fische und Korallen sicher vor Krankheiten geschützt und sie können in einem kristallklaren Aquarienwasser von ihrer schönsten Seite sich zeigen. Spare Zeit und entferne nicht mühselig die schädlichen Abfallstoffe selbst aus dem Aquarium, sondern nutze jetzt unsere Mikroorganismen für die selbstständige Reinigung deines Aquariums. Der dritte Gegenspieler der Cyanus ist Aquacura Bioaktiv. Bioaktiv ist eine hochwirksame Kombination aus nitrifizierenden und probiotischen Bakterienkulturen. Durch den Einsatz der nitrifizierenden Bakterien wird giftiges Ammoniak schnell und sicher zu unschädlichem Nitrat oxidiert. Zudem wird gefährlicher Schwefelwasserstoff durch Purpurbakterien geruchsneutral umgewandelt. Die probiotischen Bakterienkulturen steigern aktiv die Abwehrkräfte der Aquarienbewohner. Wie du jetzt gesehen hast, stärkt die Kombination dieser drei verschiedenen Präparate dein Aquarium so stark, dass die Cyanus auf Dauer keine Chance mehr haben. Ein wichtiger Punkt dabei ist jedoch, dass du gegebenenfalls wie beschrieben mögliche Fehlerquellen, parallel wie rostige Metallteile, zu geringe Strömung abstellst, da sich sonst kein dauerhafter Erfolg einstellen kann. Eine der häufigsten Fragen ist, wie oft und wie lange es dosiert werden soll. Wie bereits erwähnt, erfolgt die Zugabe einmal pro Woche. Auch wenn in den meisten Fällen die Cyanus schnell verschwinden, rate ich dazu, dass das Cyanus-Set mindestens 4 bis 6 Wochen nach dem Verschwinden weiter dosiert wird, um eine sichere und natürliche Basis an Bakterienkulturen zu bilden und so der Meerwasseraquarium zu stützen. Wir selbst nutzen das Set aufgrund seiner vielen zusätzlichen Nutzen, unabhängig von Cyanus ganzjährig bei unseren Wartungskunden. Es sorgt für eine ideale bakterielle Versorgung und somit ist es verantwortlich für eine natürliche und hohe Qualität des Aquarienwassers. Denn es zeigt sich immer wieder, egal wie gut die komplette Aquarientechnik auch sein mag, wenn die bakterielle Basis nicht ausreichend vorhanden ist, treten unweigerlich massive Probleme auf, die viel Geld, Zeit und vor allem Nerven kosten.
Eine weitere Frage ist, ob die Dosierung auch erhöht werden kann, um noch schneller zum Erfolg zu kommen. Davon kann ich nur abraten, da die Produkte aufgrund der hohen Qualität bereits so stark konzentriert sind, dass es bei einer starken Überdosierung zu Sauerstoffmangel kommen kann. Ein Anrufer sagte letzte Woche zu mir, dass er keine Chemie in sein Aquarium schütten möchte. Das ist gut, denn Aquacura Cyanoset besteht aus natürlichen Bakterienstämmen und sorgt so auf natürliche Weise für ein ausgewogenes Bakteriengleichgewicht im Meerwasseraquarium. Und hier ist eine Frage der Fragen. Wie hoch ist die Erfolgsquote des Cyanosets? Wenn du die Basis hier richtig legst, so wie am Anfang beschrieben, mit den Wasserwerten, den regelmäßigen Teilwasserwechseln und so weiter, liegt die Erfolgsquote erfahrungsgemäß bei rund 90%. Wenn dich nun das Cyanoset interessiert und du deine Probleme lösen möchtest, findest du den Link in der Podcast-Beschreibung. So, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, du konntest wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen und freue mich, dass du auch die nächste Woche mit dabei bist. Das Team von Aquacura und ich wünschen dir nun einen guten Start in die neue Woche. Dein Markus Mahl.